Die Polarstern mit Heimathafen Bremerhaven zählt zu den leistungsfähigsten Forschungsschiffen der Welt. Mit seinem Stahlrumpf kann es bis zu 1,5 Meter dickes Eis brechen. Und auch Außentemperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius machen dem Schiff nichts aus. Für die nächste Expedition, die den Namen Mosaik trägt, wird das Schiff diese Eigenschaften brauchen. Da wird sich die Polarstern nämlich im Packeis der zentralen Arktis einfrieren lassen. Im Winterhalbjahr ist das Eis in der Arktis so dick, dass wir mit unseren besten Forschungseisbrechern da nicht reinkommen. Wir können es nicht durchbrechen. Wir sind bisher immer ausgeschlossen gewesen und deswegen haben wir praktisch gar keine Daten aus dem Winterhalbjahr aus der Zentralarktis. Und das soll sich nun ändern. Etwa 100 internationale Wissenschaftler nehmen an der Expedition teil. Sie erhoffen sich dadurch, mehr über den Klimawandel zu erfahren. Die Arktis ist ja das Epizentrum der globalen Erwärmung. Nirgendwo anders wird es so schnell wärmer wie in der Arktis. Die Erwärmungen sind dramatisch. Die Erwärmungsraten sind mindestens doppelt so hoch wie im Rest der Welt. Und im Winter sind sie sogar noch viel ausgeprägter. Am 20. September beginnt die Expedition. Dann macht sich die Polarstern von Tromsø in Norwegen auf dem Weg in Richtung Arktis.